Also jetzt noch einmal zu diesem Spendenaufruf, wo ich heute nachgekommen bin, durch den Chef der Caritas für Kinderhilfe in Österreich. Da muss ich sagen, Kinderliebe heißt, die mütterliche Empfänglichkeit zu haben, auch dann den Wirkungskreis schließt durch das wirkliche Gebären, also durch die Tat umsetzen und dabei die partnerschaftliche Liebe nicht abzuschlachten. Verstehst? Das heißt, Kinderliebe heißt, die Mutterrolle in Kauf nehmen, aber dennoch nicht vergessen, die partnerschaftliche Liebe und die Hilfeleistung an die Eltern, die vielleicht schon alt sind und auch deiner Hilfe bedürfen. Das heißt, Herr Zechner hat einmal die 3-Tage-Wanderung gegründet und er kommt manchmal hierher, um mit alten Kameraden darüber zu sprechen, über die wahre Kinderliebe, verstehst? In diesem Eichenhain, also wo wir damals durch die 3-Tage-Wanderung hauptsächlich durch den hochgeschätzten Herrn Zechner, dem Obmann, die schönsten Familien zusammenführen konnten, von nah und von fern, von jung und von alt, von blond und von dunkelhaarig und von Mann und zwischen Frau, zwischen Mädchen und Knaben und zwischen dieser Hauptschule und dieser Volksschule und diesem Realgymnasium und dieser Fachakademie haben wir alles zusammen errotten können. Die Kameradschaftlichkeit, der Kameradschaftsbund bestand in jeder ganzen Gemeinde 600 Kerle und heute nur mehr 2 alte Menschen mit 90. Verstehst? Damals war die Kameradschaft, wir hatten Polizeiorchester, wir hatten Militärorchester, wir hatten Stadtgemeindeorchester, die schönsten Kapellen. Also eine blau, eine rot, eine violett, eine schöner wie die andere. Jeder Mann war wie ein Prachtexemplar, stolz auf sich selbst, auf seine Familie, auf seine Nachkommen, auf seine Würde, auf sein Amt, auf seine hohe Positur, mit Sternen beladen und wunderschön, verstehst? Und gestickt, also die Großoma hat uns gestickt, das Edelweiß, den Hirschgeweih und was weiß ich alles. Grüß Gott, Herr Zechner, ich habe Sie gerade gelobt für die... Ich habe Sie gerade gelobt, als Ehrenbürger vorgeschlagen für die 3-Tage-Wanderung, dass Sie so tapfer immer in der Kameradschaft noch sich eintreffen bei den schönsten Eichenhainen. Ja. Danke, Herr Zechner. Herr Zechner zeigt mir was. Ah ja, ja, keine. Die Wanderung. Ein paar goldene habe ich jetzt. Goldene, ja. In 63er Jahren. 63? Ja. Ah ja. 60er Jahre haben wir es gegründet. Wo ist es hingegangen? Ja, die erste ist Fansdorf AE. Fansdorf AE? Am zweiten Tag noch war AE, die Hochholm. Hochholm? Dritte war Stampelland. Dritte Stampelland. Schön. Ja. Und dann der bloßen Ball, gell? Ja. Ja, erzähl ich dir, Sie haben sich noch gut gesundlich erhalten. Ist Ihr alter Geheimnis? Bitte. Lärmen darf ich nicht. Brav. Aber manchmal bin ich hervollkommen nicht auf, gell? Ja. Das ist das. Herr Zechner. Wichtig ist, das wissen Sie, dass Sie noch schaffen, selbstständig in die Natur hinauszufahren. Gell? Ja. Als Rot haben Sie aber nicht mehr, gell? Oder? Voriges haben Sie es noch gehabt? 3 Jahre. Ja? Ja. Fahren Sie noch hin, da? Gestern bin ich hervorgehört, da war ich heraus und gehört. Aber da bin ich bald beim Hussi. Aufpassen, ja. Weil der Schrank ist zu, sonst ist es zu eng, gell? Nein. Wissen Sie, dass nichts passiert, gell? Ja. Ist gescheiter Perpetes gehen, gell? Nein, ich muss auf. Ja. Wissen Sie, Herr Zechner, dass noch lange das genießen können in schottigen Eichenhain, gell? Ja. Und die Gesellschaft und die mit Männern, gell? Hast du mal gesehen, wie man das jetzt ja, geht? Ja, geh jetzt wieder um mich, gell? Ja. Sie sind gerade in den Herrichten, gell? Ja. Die geschickten Knaben. Einen Kollegen habe ich heute bei einer anderen Arbeit drauf und der arbeitet noch was, gell? Ja. Danke, Herr Zechner.